Max, Glückwunsch zum dritten Sieg in Folge. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Ja, ich denke, wir haben eigentlich eine ganz gute Leistung gezeigt, haben das Spiel eigentlich über fast 90 Minuten im Griff gehabt. Und dann gehen wir natürlich unglücklich einzeln in Rückstand. Ja, passiert, haken wir ab. Und ich denke, da sind wir jetzt gerade gut dabei, dass wir jetzt auch aus so einem Rückstand dann nicht gleich die Fassung verlieren, sondern dann konzentriert weiterspielen und dann sogar das Spiel noch drehen. Es war auch extrem wichtig, vor der Halbzeit noch das 1-1 zu machen. Dann geht man halt schon mehr mit einem guten Gefühl in die Halbzeit und dann kommen wir aus der Halbzeit raus. Und denke ich, ja, war überzeugend, gute Leistung von der gesamten Mannschaft und denke, ein verdienter 3-1 Erfolg. Hätte sogar noch einen Tick höher ausfallen können. Es sah auf jeden Fall aus, als hättet ihr heute etwas befreiter gespielt, vor allem nachdem ihr den Ausgleich erzielt habt. Ja, auf jeden Fall. Die Spiele davor ging man halt schon eher mal aufs Feld und hat gedacht, bitte klappt's heute und irgendwie soll man gewinnen. Und mittlerweile, nach zwei Erfolgen, geht man halt mehr aufs Feld und sagt, ja, heute packen wir's. Und ja, dann mit dem Ausgleich war dann auch für uns klar, dass wir da weitermachen und dann wieder in Führung gehen. Du hast das 3-1 geschossen. Kannst du ein paar Worte dazu sagen? Ja, war eine Kontersituation. Muss ich auch meinen Mitspieler Jan Malsam loben. War ein überragender Pass. Ich muss ihn eigentlich nur noch mitnehmen und schießen dann ins kurze Eck rein. Hab gesehen, dass der Torwart das lange Eck ein bisschen mehr zumacht und deswegen dann aufs kurze. Ja, hat gepasst. Glücklich drüber. Du bist ja in der Sommerpause dazugekommen. Was meinst du? Bist du gut in der Mannschaft angekommen? Ja, absolut. Also die Mannschaft ist so offen, hat mich sofort gut aufgenommen. Das sind alles gute Jungs. Wir verstehen uns echt super. Da ist jetzt keiner dabei, der mal aufmuckt, sondern wir verstehen uns da alle echt gut. Bin sofort mit offenen Armen aufgenommen worden. Ja, das passt. Also fühlt man sich gleich wohl. Hat sich der Wechsel für dich gelohnt, wenn ich mal so fragen darf? Ja, wenn ich es jetzt so sehe, auf jeden Fall. Ich hatte auch in Pforzheim eigentlich mit der Mannschaft ein gutes Jahr. Wir waren erfolgreich, hatte da dann auch ein bisschen Pech mit Verletzungen. Ja, und dann war es schwierig. Die Mannschaft war da schon extrem eingespielt. Und ich denke, hier hatte ich einfach so eine offene Chance, sage ich mal. Wurde von Anfang an voll integriert und man hat auch so ein bisschen auf mich gesetzt. Am Anfang auch ein bisschen schlecht reingekommen in die Saison. Und aber dann konstant, denke ich, ist es besser gelaufen und ich hoffe, dass es jetzt halt auch so weitergeht. Ausruhen darf man sich halt auf jeden Fall nicht. Euer nächster Gegner ist jetzt Neckar Elst, der Ex-Verein von eurem Trainer. Was meinst du, was das für ein Spiel wird? Ich denke mal, die meisten dürften einen Sieg erwarten. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt 3 Siege in Folge, da wollen wir natürlich auch den 4. Sieg. Auch allein für unseren Coach wollen wir gewinnen. Ist auch ein super Typ. Der hat es verdient, quasi dann bei seiner alten Heimat, sage ich mal, dann auch einen Sieg zu feiern. Und das wollen wir auf jeden Fall erreichen. Denk, so wie wir momentan auch drauf sind, ist das auf jeden Fall drin. Also wir können da jetzt nicht hinfahren und sagen, wir wollen einen Punkt, sind wir zufrieden. Das wäre die falsche Einstellung. Sondern ich denke, dass wir da auf jeden Fall 3 Punkte holen können, wenn wir so konzentriert spielen wie heute. Und halt jeder für den anderen kämpft und sich einsetzt und wir kompakt stehen, so wie heute, stand man richtig gut. Gute Angriffe durchgespielt und so müssen wir dann auch in der KLs auftreten und dann ist auf jeden Fall auch ein Dreier drin. Max, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Ja, klar, Dankeschön.